Future Progressive Übung. Die richtigen Lösungen und Erklärungen gibt es am Ende des Videos. Falls du neu bist, natürlich abonnieren und ein Like da lassen. Los geht's! Die richtige Antwort ist A. Will be. Die richtige Antwort ist C. Understanding. Die richtige Antwort ist B. Living. Die richtige Antwort ist D. Having. Die richtige Antwort ist B. Helping. Die richtige Antwort ist C. Giving. Die richtige Antwort ist A. Meeting. Die richtige Antwort ist B. Will be going. Die richtige Antwort ist D. Will be leaving. Die richtige Antwort ist A. Finishing. So, jetzt erkläre ich, warum jede Antwort die richtige ist. Fangen wir mit der ersten Frage und Antwort an. I will be working all week long. Warum ist Antwort A richtig? Weil wir das Future Progressive haben wollen. Das heißt, wir brauchen will be und ein Verb. Okay, es muss will be oder going to be sein. Und allein schon aus dem Grund muss es Antwort A sein. Antwort B, da steht will was und was ist die Vergangenheitsform von be. Deswegen ist das falsch. Und Antwort C, da steht will bet. Bet heißt so viel wie wetten, das ist einfach das falsche Wort, das macht keinen Sinn. Und D heißt will been. Been ist die dritte Form und deswegen auch falsch. Also been ist die dritte Form von to be und deswegen auch nicht richtig. Wir wollen ja einfach nur will be haben. Deswegen ist Antwort A richtig. They won't be understanding each other. Warum ist understanding hier richtig? Weil wir die ing-Form haben wollen. Wir brauchen ja will be oder won't be. Oder going to be oder not going to be, je nachdem. Und die ing-Form. Alleine aus dem Grund schon muss es Antwort C sein, weil hier keine andere Antwort die ing-Form hat. She'll be living in another country. Antwort B ist ja richtig, living. Warum? Aus dem gleichen Grund wie eben. Wir brauchen die ing-Form. Keine andere Antwort hat die ing-Form, deswegen muss es Antwort B sein. He'll be having other things to do. Antwort D, richtig. Warum? Weil wir die ing-Form wieder haben müssen. Ich hoffe, das macht jetzt ein wenig Sinn, okay? Also beim Future Progressive braucht man halt will be oder going to be plus die ing-Form eines Verbs. Und das ist hier having. Allein aus dem Grund schon muss es Antwort D sein. Will you be helping me pack for my trip? Antwort B ist hier richtig, helping. Warum? Weil wir wieder die ing-Form haben wollen. Will you be helping? Es kann nicht Antwort A sein, weil es nur das Grundwort ist. Antwort C ist die Vergangenheitsform von help mit ed, simple past. Und Antwort D, helper, heißt so viel wie Helfer. Das macht ja einfach keinen Sinn. Deswegen ist Antwort B richtig. She will be giving him some water later. Wieder wollen wir das Future Progressive haben. Das heißt, es muss Antwort C sein, weil es die ing-Form ist. Give ist das Grundwort, Antwort A. Antwort B ist das Grundwort mit einem S am Ende, gives. Antwort D ist die Simple Past Version, gave. Und deswegen muss es Antwort C sein, weil es das Wort mit der ing-Form ist. They'll be meeting tonight. Antwort A ist richtig, meeting. Warum? Weil wir die ing-Form wieder haben müssen. Meeting.
Antwort B ist falsch, weil da einfach nur ein S dran ist an dem Wort Meats. Antwort C, Meat ist falsch geschrieben, das heißt so viel wie Fleisch, das macht dir keinen Sinn. Und Antwort D ist einfach nur das Grundwort Meat. Aber wir wollen ja die Ing-Form haben, also Meeting. I will be going on holiday soon. Das ist jetzt ein bisschen schwerer, weil man drei Wörter hier sucht, okay? Antwort B ist richtig. Warum? Weil wir will be oder going to be haben wollen. Und da steht jetzt will be und dann die Ing-Form wieder, also going. Aus dem Grund muss es Antwort B sein. Antwort A, da steht while B goes. Das macht überhaupt keinen Sinn. Antwort C, wills going be, ist auch total falsch. Und Antwort D, will be gone, ist falsch, weil da ist nicht die Ing-Form an dem Verb mit drin am Ende. Da steht gone, nicht going. My cat will be leaving home next month. Antwort D ist hier richtig, will be leaving. Und Antwort A ist falsch, weil da leave steht, das ist die Grundform. Antwort B, will be leaving. Das Wort will gibt's gar nicht, das habe ich mir hier einfach ausgedacht. Und Antwort C, wills be leave. Da ist keine Ing-Form an dem Wort leave dran am Ende. Und das Anfangswort wills hat ein S dran, das ist so auch nicht richtig. She will be finishing her homework. Antwort A ist richtig, finishing. Warum? Weil es wieder die Ing-Form ist. Antwort B, da steht fishing, das ist auch die Ing-Form, aber es ist das falsche Wort, weil fishing heißt so viel wie angeln oder fischen. Antwort C, finished, ist einfach nur das Grundwort, aber wir wollen ja die Ing-Form haben. Und Antwort D, da steht finished, das ist das Wort mit ED, die Simple Past Version. Das heißt, das ist auch falsch. Deswegen muss es Antwort A sein. Und das war es jetzt mit dem Future Progressive Quiz. Falls du jetzt noch nicht alles verstanden hast, dann guck dir das Video nochmal an oder guck dir das Erklärungsvideo nochmal an. Ich habe auch weitere Videos mit allen anderen englischen Zeitformen gemacht, die kannst du hier kostenlos auf meinem Kanal angucken und so Englisch lernen. Falls du noch Fragen hast, schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Falls du hier neu bist, natürlich abonnieren und ein Like da lassen. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.